Ich muss jetzt gerade enorm schnell die Kamera ausstellen, weil uns Leute gerade entgegenkamen. Aus der Tür, genau. Der ist nämlich ein Schlüssel. Genau. Sollen wir mal vielleicht gucken, ob wir in diesen Bauwagen. Ja, das ist eben noch Wagen, bis die weggefahren sind. Wuselbauwagen. Ja. Fahren wir endlich mal hier, ne? Genau. Das haben wir schon länger vorgehabt. Genau, und jetzt haben wir dann noch zwei andere Burgen vor uns. Genau, die Burg, was ist das? Die Isenburg, dann haben wir noch die, ich habe den Namen leider vergessen, aber auch hier in Hatting. Genau, und noch irgendwas anderes, ne? Ja. Ach ja. Wasserschloss. Stimmt. Okay. Was ist das? Kann das jemand lesen? Ringmauer. Ach, Ringmauer. Oder von oben. Ich werde nie mehr wieder da runterkommen, Leute. Ja, geht vorbei. Geht nicht? Und es steht Betreten verboten. Das hindert uns doch nicht. Dann kletter drauf. Jetzt kann ich. Bye, Knick. Oh, die Sonne. Guck mal, hier ist der andere Eingang. Betreten verboten. Dann sollten wir es vielleicht auch lassen, ne? Oh, das ist die Bühne, glaube ich. Sing mal ein Lied. Das Wandern ist das Müllerslust, das Wandern der. Oh. Das ist mal eine kleine Bühne. Ja. Wenn aber als angehender Dramaturg, weil ich jetzt ja Theaterwissenschaften studiere, kommen mir schon unglaublich viele Ideen. Das könnte man eigentlich mal machen, ne? Wir denken uns irgendwas aus. Wir machen unsere eigenen Musikvideos hier. Wir brauchen dann einfach nur einen, der hier sitzt und uns filmt. Ja. Und wir geben dann hier Gummi. Verstehst du, wie ich meine? Wir lassen uns alle Leute an, die wir kennen. Die setzen sich hier hin im Sommer. Und dann stellen wir uns da drauf und singen irgendwas. Genau, oder ich mache irgendwas Schauspielerisches. Ja. Du kannst ja mal was singen. Hört man mich denn noch, wenn ich hier liege? Natürlich! Das ist, glaube ich, sogar eine richtige Trip. Da kommt jemand. Nein, aber da vorne wäre eine richtige Treppe gewesen. Achso. Was soll ich denn sehen? Weiß ich nicht. Der Quaden. Ja, war nie mehr wieder gesehen. Auftritt Hamlet. Den sieht man dann ja erst nicht. Jemand anderes herkommt. Und dann steht er hier und sagt, ne? Und dann kommt er runter und sagt, Und dann können die hier kämpfen? Natürlich. Ja. Hier wird dann gekämpft. Der eine stirbt, der andere ist dann der Sieger und freut sich und lässt sich hier feiern. Aber was machst du denn jetzt gerade für ein Stück von Hamlet? Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ich weiß auch gar nicht, worum es in Hamlet geht. Ich auch nicht. Ja. Da kommt der Kopf drauf und wird abgehackt. Ja, aber man, das ist Macbeth, oder? Würde der nicht? Ja, aber das ist voller Potenzial hier. Hm. Also wenn ihr eine Laienschauspielgruppe seid und gern Stücke aufführt, dann beim Burgherren an und macht was aus, weil das ist cool. Bist du nur mal ordentlich durchgekehrt werden. Aber dann? Mir gefällt das.
Gut. Und mit diesen Worten machen wir uns dann jetzt auf den Rückweg, auf den beschwerlichen. Genau. Weil sonst war ja auch nichts mehr so zu sagen. Dann melden wir uns heute Abend aus dem Extrablatt. Richtig. Also unser Ausflugstipp für Sonn- und Feiertage, die Burg Isenburg. Bei schönem Wetter. Bei schönem Wetter. Und wenn ihr mal Gelegenheit habt, hier ein Stück zu sehen, wenn hier mal was aufgeführt wird, kommt auch her. Weil ist, glaube ich, ganz nett. Ja. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas im Internet finden. Internetseite oder so. Dann machen wir es alles in die Infobox. Genau. Ich bin der Freund von Infoboxen geworden, seitdem ich Videos mache. Es gibt ja tatsächlich eine Internetseite. Da steht ja auch genau, wie man hier anfährt und so. Ja. Steht da alles drauf. Wobei ich glaube, dass es hier noch einen angenehmeren Parkplatz geben muss. Oh, Hauptwanderweg. Ruhrhöhenweg, ca. 244 Kilometer. Ja, komm mal los. Okay. Von Duisburg nach Winterberg. Oh. Ach. Ich glaube, das sieht man nicht, wenn ich ran. Nein, man sieht es nicht. Arnberg steht da, ne? Nein. Minden, Hagen. Ja, ist auch schön. Mhm. Okay. Machen wir dann nächsten Sommer. Nächsten Sommer werden Annika und ich hier lang wandern. Ja. Dann kommst du auch im Sommer mal vorbei. Natürlich. Ja, dann machen wir das zu dritt. Okay. Gut. Tschüss. Bis später. Tschüss.